Abend, liebe Damen und Herren, liebe Interessierte am Flaggentag der Mers for Peace, Mers werden sie geschrieben, Mers gesprochen, sage ich heute mal extra an. Ich führe Sie, mein Name ist Brigitte Gottstein-Müller, viele kennen mich, ich führe Sie heute Abend durch den Abend. Doch bevor wir ganz offiziell anfangen, möchte ich etwas ankündigen oder etwas bekannt geben und bitte Sie, an Ulla Wegmann zu denken, die Anfang April einen tödlichen Unfall mit dem Fahrrad hatte nach einem anstrengenden Arbeitstag im Friedenszentrum. Sie war eine ganz engagierte Friedensaktivistin und ich bitte Sie aufzustehen und eine Minute auszuhalten. Herzlichen Dank. Frau Wegmann hat im vorigen Jahr hier das Begrüßungswort gehabt und das Schlusswort. Und in diesem Jahr kann ich Ihnen Dr. Michael Kölsch ankündigen. Michael, du trittst ein schwieriges Erbe an, aber ich bin sicher, du machst das gut. Danke, bitte. Liebe Friedensfreunde, wir treffen uns hier heute in der schönen Dause, die uns von dem Bürgermeister zur Verfügung gestellt wird, um an zwei wichtige Dinge zu denken. Da ist zum einen der Flaggentag, der Mayors for Peace, der Bürgermeister für den Frieden, von dem unser Bürgermeister ja auch einer ist, der geht zurück auf den 8. Juli 1996, der Tag, an dem ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs publik wurde, bei dem festgestellt wurde, dass die Androhung und auch der Einsatz von Atomwaffen illegal ist, also nicht mit dem humanitären Kriegsvölkerrecht zu verbinden ist. Und es gibt einen weiteren wichtigen Termin, an den wir denken müssen. Das ist der 9.7.1955 schon. Das ist der Tag, an dem das Manifest von Einstein und Russell verkündet wurde. Einstein und Russell hatten sich gedacht, dass ein weiterer Atomkrieg oder überhaupt ein Atomkrieg das Ende der Menschheit bedeutet. Und jeder Krieg kann ja jetzt mit dem Vorhandensein von Atomwaffen zu einem Atomkrieg führen. Und deshalb ist jeder Krieg verboten, könnte das Ende der Menschheit bedeuten. Und wir wollen jetzt hier versuchen, den Frieden zu fördern, darauf einzuwirken, dass solche Treffen wie unseres hier sich weiter in der Welt ausbreiten und der Frieden dadurch möglichst immer sicherer wird. Ich wünsche uns einen guten Verlauf. Meine Damen und Herren, ich habe sehr viel von der Braunschweiger Zeitung, speziell von Henning Noske gelernt, der glaube ich auch im Raum ist. Und mich hat das beeindruckt, wie unbeschwert er irgendwann mal sagte, mir ist zu warm, ich ziehe meine Jacke aus. Wenn sich also jetzt kein Proteststurm ergibt, dann werde ich meine Jacke auch ausziehen, denn mir ist auch zu warm. Ja, meine Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Kölsch, sehr geehrter Herr Professor Pech, sehr geehrte Frau Konstein-Göde, sehr geehrte Frau Dieter, meine sehr geehrten Damen und Herren.
angeregt durch eine Veranstaltung, die vor kurzem in Braunschweig stattgefunden hat. Gestatten Sie mir einen Exkurs von dem offiziellen Redemanuskript. Am 5. Juli fand in Braunschweig eine Veranstaltung statt und eine Demonstration unter dem Titel Wir alle gegen rechten Terror. Es war richtig, klare Kante gegen Rechtsterror und Nazis zu zeigen. Dies starke Signal macht Mut. Aber wir alle, ob wir bei der Veranstaltung waren oder nicht, müssen dafür sorgen, dass bei allen auch globalen Problemen Mut in unsere Gesellschaft getragen wird. Die weltweite Gefahrenlage hat sich geradezu beängstigend weiterentwickelt. In einer Spirale von sich selbst verstärkender Dummheit, Brutalität, Machtgeilheit und Egozentrismus. Neben dem Kernthema der nuklearen Bedrohung nenne ich hier zwei weitere prominente Beispiele, bei denen dies so läuft. Erstes Beispiel: Klimawandel und Umweltschutz. Alle Welt weiß, was zu tun ist. Es wurden sogar internationale Verträge unterschrieben und gefeiert. Aber statt sich an diese und andere Versprechen zu halten, werden Abkommen verwässert oder notwendige Zielmarken weiter weg in spätere Zeiten verschoben. Alles und vor allem auf Kosten künftiger Generationen. Und dann gibt es Leute, die sich wundern, dass da plötzlich Fridays for Future um die Ecke kommt. Eine Sache, die mir auch selber nahegeht als Vater und als mehrfacher Großvater. Dann nützt es auch nichts, wenn man die Bilder von zwei deutschen Spitzenpolitikern anschaut, die vor einigen Jahren in leuchtend roten Anoraks auf Grönland vor massiv schmelzenden Gletschern stehen. Nein, die Politik des bloßen Kaperns von Überschriften und des wenig bis nichts Tuns muss ein Ende finden. Dazu braucht es Mut, auch in der Politik. Zweiter Punkt, die Energieversorgungsfrage. Wieder weiß im Prinzip alle Welt, was zu tun ist. Aber wie lange sprechen wir schon von einer Energiewende? Dabei ist die weltweite Energieautarkie möglichst aller Länder ein ganz wesentlicher Friedensfaktor. Wenn alle Länder ihren Strom selbst produzieren, fällt zumindest ein starker Grund für kriegerische Auseinandersetzungen weg. Siehe Kriege in Nahost, Konflikte mit Iran, Hintergründe vom Konflikt in Venezuela. Kein Blut für Öl oder andere Energierohstoffe muss die Forderung sein. Stattdessen muss das früher ausgegebene Geld für Energierohstoffe größtenteils im eigenen Land verbleiben und helfen, dass Menschen eher in ihren angestammten Heimatländern bleiben können. Hunderttausende würden auf der Flucht nicht ertrinken, verkauft, missbraucht oder gefoltert werden. Um das zu erreichen, braucht es erneut Mut. Tragen wir also weiter den Mut zur Bewältigung zentraler Friedensproblematiken mitten in unsere Gesellschaft. Das sagend kann ich eigentlich nur meine Anerkennung und meine Unterstützung vermelden gegenüber den hier im Raum vertretenen Organisationen, die auf mehrfache Art und Weise ihre Beiträge dazu leisten. Aber kommen wir zurück zu dem, was in der Stadt Braunschweig passiert. Zur heutigen Veranstaltung anlässlich des Flaggentags der Mayors for Peace richte ich Ihnen herzliche Grüße von Herrn Oberbürgermeister Markut und Mitgliedern des Stadtrates der Stadt Braunschweig aus. Wie in den vergangenen Jahren hat unsere Stadt, die seit 1987, also mittlerweile über 30 Jahre, der Organisation Bürgermeister für den Frieden angehört, am Montag, dem 8. Juli, vor dem Rathaus auf dem Platz der Deutschen Einheit die grüne Flagge der Mayor for Peace gehisst. Dieser offizielle Flaggentag erinnert, wie schon kurz erwähnt, an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes vom 8. Juli 1996.
da, ich wiederhole es gerne noch einmal, weil das ein wichtiger Kernsatz ist, verstößt nicht nur der Einsatz von Atomwaffen, sondern bereits die Drohung mit ihnen gegen das Völkerrecht. Mit dem Hissen der Flagge hat Oberbürgermeister Markut gemeinsam mit über 7500 Kolleginnen und Kollegen weltweit, darunter mehr als 650 deutsche Amtsinhaber, signalisiert, dass sich Braunschweig ebenso wie die weiteren Mitgliedsstädte dafür einsetzt, die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern, sie vielmehr abzuschaffen. Und zwar aus der grundsätzlichen Überlegung heraus, dass auch Oberbürgermeister und Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bevölkerung verantwortlich sind. Welche verheerenden Folgen Atombomben auslösen, hat sich, wir alle wissen das, hat sich am 6. und 9. August 1945 gezeigt, als US-amerikanische Militärflugzeuge nukleare Massenvernichtungswaffen auf Hiroshima und Nagasaki abwarfen. Die beiden ersten bislang und Gott sei Dank einzigen Einsätze von Atomwaffen in einem Krieg. Insgesamt starben mehr als 200.000 Menschen, fast ebenso viele wurden verletzt. Die bis heute eingetretenen Folgeschäden lassen sich nur schwer abschätzen. An uns liegt es jetzt, für die Gestaltung einer friedlichen Zukunft einzutreten, wenn wir auch wissen, dass der Einfluss der Kommunen auf diese weltpolitischen Entscheidungen ausgesprochen gering ist, so lassen sich die Mayors bei ihrem Engagement insbesondere von der Erkenntnis leiten, mit Nuklearwaffen werden nicht nur Städte ausgelöscht, sondern die Existenz der gesamten Menschheit ist bedroht. Die Forderung, alle Atomwaffen weltweit abzuschaffen, besitzt gerade in unserer Gegenwart eine besondere Bedeutung, wie auch Oberbürgermeister Markut am vergangenen Montag explizit betont. Er wies darauf hin, dass der Konflikt mit dem Iran über dessen Atomprogramm und das drohende Ende des INF-Vertrages Anlass zu großer Sorge gebe und es deshalb wichtig sei, ein sichtbares Zeichen für die Staatengemeinschaft zu setzen, sich noch stärker für eine atomwaffenfreie Welt zu engagieren und darauf hinzuwirken, dass die entsprechenden Verträge erhalten bleiben. Doch nicht nur unser Oberbürgermeister, sondern auch der Rat der Stadt Braunschweig hat ein deutliches Zeichen für die Abschaffung von Atomwaffen gesetzt. Am 25. Juni dieses Jahres, also schon 2,5 Wochen, beschloss er mit überwältigender Mehrheit dem Städteappell der 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, abgekürzt ICAN, zuzustimmen. Ein globales Bündnis aus weltweit mehr als 500 Organisationen, zu dem auch die Mayors for Peace zählen. In dem von der Stadt Braunschweig unterzeichneten ICAN-Appell heißt es, unsere Stadt ist zutiefst besorgt über die immense Bedrohung, die Atomwaffen für Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt darstellen. Jeder Einsatz von Atomwaffen, ob vorsätzlich oder versehentlich, würde katastrophale, weitreichende und langanhaltende Folgen für Mensch und Umwelt nach sich ziehen. Daher begrüßen wir den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Vertrag zum Verbot von Atomwaffen und fordern die Bundesregierung zu deren Beitritt auf. Nach diesem Appell hat die Stadt Braunschweig ein klares Signal für eine Welt ohne nukleare Waffen gesetzt. Auf dem Weg zu diesem Ziel sind wir für das Engagement der hiesigen Friedensgruppen dankbar, die die heutige Veranstaltung zum Flaggentag der Mayors organisiert haben. Für ihre Veranstaltung, meine sehr geehrten Damen und Herren, stellt die Stadt gerne die Dornse unseres Altstadtrathauses zur Verfügung. Umso lieber, da die Veranstalter der Erkenntnis Rechnung tragen, dass Frieden mehr ist als die Abwesenheit von Krieg. Und damit die Frage stellen, wie können wir generell Bedingungen für eine friedliche Welt und Gesellschaft schaffen. Daher werden wir auch in Braunschweig weiterhin für die Abschaffung der Atomwaffen und ein friedliches Miteinander aller Staaten eintreten. So gedenken wir anlässlich des Hiroshima-Tages
das Friedenszentrum jährlich unter dem Motto 100 Kerzen auf der Oka organisiert, der Opfer der nuklearen Massenvernichtung mit einer Lichterprozession. Die Kerzen am Oka-Ufer und auf der Oka leuchten für die Opfer in Hiroshima und Nagasaki. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das grausame Sterben und die verheerenden langfristigen Folgen des Einsatzes von Nuklearwaffen nicht vergessen werden. Ihnen, den Veranstaltern und den Initiativen, die sich in der Friedensarbeit engagieren, danke ich herzlich für Ihren tatkräftigen Einsatz. Uns allen wünsche ich, dass Mut und Beharrlichkeit schließlich zum Ziel führt, zu einer Welt im Frieden und ohne den Einsatz alles vernichtender Waffen. Am besten ohne nukleare und sogenannte konventionelle Waffen, die ja massiv eingesetzt in der Summe Ähnliches erreichen können wie nukleare Waffen. Schier unendliches Leid, Zerstörung von Lebensraum. Setzen wir also dagegen also weiter auf Mut, den wir in die Mitte der Gesellschaft tragen. Herzlichen Dank, meine Damen. Vielen Dank, Herr Dr. Blöker. So, wir hören jetzt einen Vortrag von Professor Dr. Pech. Herr Professor Pech ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft und öffentliches Recht an der Universität in Hamburg. Und seit 2005 ist er Politiker in der Partei PDS, später Die Linke. Sein Hauptschwerpunkt ist die politische Tätigkeit der Friedensbewegung. Das konnte ich nicht alles auswendig lernen, müsste ich ein bisschen gucken. Ich werde nur ein paar Funktionen Ihrer Mitgliedschaft nennen, das wird sonst zu viel. Herr Professor Pech ist Mitglied der Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen, von 1976 bis 1985 deren Vorsitzender. Er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC, Mitglied der Freundschaftsgesellschaft Vietnam BND, Mitglied von IALANA, das spreche ich nicht aus, das ist zu schwer auszusprechen, Mitglied des Verbandes International Physicals for Prevention of Nuclear War, PNW, und Mitglied des Auschwitz-Komitees, ständiger Referent im Friedensratschlag der AG Friedensforschung und Vorsitzender der Jury des Europäischen Tribunals über den NATO-Krieg gegen Jugoslawien. Das sind nur einige, um so ein bisschen einen Schwerpunkt zu schaffen. Und Herr Professor Pech wird uns einen Vortrag halten mit dem Titel Atomkrieg, Panikmache oder verdrängte Wirklichkeit. Herr Professor Pech, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, ich fühle mich sehr geehrt und sehr erfreut über die Einladung in eine Stadt, die schon sehr viel weiter in dieser Frage ist als meine Heimatstadt, nämlich Hamburg. Ihre Stadt ist schon Mitglied in der Riege der Major for Peace, während unsere Stadt da immer noch drum ringt und immer noch dazu gedrungen werden muss, bisher allerdings ohne Erfolg. Nur eine kleine Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben. IALANA, das tue ich deswegen, was das ist. International Associations of Lawyers Against Nuclear Armament. Das ist die internationale Organisation gegen Atombewaffnung und Atomrüstung. Eine internationale Organisation, die von, sagen wir mal, Washington bis Moskau, aber auch bis Tokio reicht.
nach der ersten Zündung der Atombombe kann sich niemand mehr irgendeine Illusion machen über die Zerstörung und über die grausige Wirkung der nuklearen Explosion. Die japanische Gesellschaft arbeitet auch jetzt immer noch an den Folgen über 70 Jahre. Und es ist überhaupt nicht einsehbar, weswegen die Gesellschaften sich in dieser Drohung immer noch aussetzen. Aber wie es so ist, das müssen wir auch sagen, die Jahrzehnte, in denen die Nuklearwaffe, die Atomwaffe nicht mehr angewandt worden ist, haben sie auch etwas in ihrem Grauen ins Vergessen gebracht. Ich beziehe mich damit auf einen Artikel, den ich 2018, im Anfang 2018 in der Wochenzeitung Die Zeit gelesen habe. Und da haben die festgestellt, dass die Atomwaffen eine verdrängte Wirklichkeit seien. Aber, sagen sie gleichfalls, alles Verdrängte kommt irgendwie wieder. Dieses kennen wir auch mit unserer grausamen Geschichte. Alle Versuche, sie zu verdrängen, scheitern, sie kommt immer wieder. Und so ist es auch hier. Das Interessante ist, weswegen sagt die Zeit im Jahre 2018, Anfang, ja, das kommt, ist zurückgekehrt. Und zwar drei Ereignisse hat sich dort aufgeführt. Einmal ein Großalarm im August 2017, der die Bürger in die Schutzräume trieb. Und zwar, weil nämlich eine nordkoreanische Rakete über die Insel Hokkaido geflogen war. Dann führt sie auf einen Workshop der US-amerikanischen Seuchenschutzbehörde im Januar 2018, also unmittelbar auch im Zusammenhang damit, auf dem Ärzte und Regierungsangestellte lernen sollten, wie sie sich im Falle einer atomaren Explosion verhalten sollten. Wahrscheinlich eine alljährliche Routineveranstaltung. Aber dann schließlich auch noch, ebenfalls im Jahr 2018 in Hawaii, brach eine Panik aus, nachdem an einem ganz friedlichen Sonntagmorgen plötzlich auf den Displays aller Mobiltelefone Folgendes stand: Ballistische Raketen im Anflug auf Hawaii. Suchen Sie sofort Schutz. Dies ist keine Übung. Mögen diese Ereignisse irgendwie die Rückkehr der Angst auch umschreiben? So könnte man allerdings auch sagen, sie sind alle sozusagen blinder Alarm gewesen, also weswegen Panik. Auch bis jetzt hat es keinen Versuch gegeben, Nuklearwaffen einzusetzen, also wozu die Aufregung? Ich habe demgegenüber ein Ereignis, was mich wirklich aufgeregt hat und was bei mir nicht Panik, das ist für Juristen sehr selten, aber auf jeden Fall doch ein sehr, sehr ungutes Gefühl im Magen zurückgelassen hat. Zwar ebenfalls im Jahr 2018 und bezeichnenderweise von keiner Zeitung hier irgendwie aufgeführt. Und zwar dort hielt nämlich der Generalstabschef der britischen Armee, Sir Nicholas Carter, vor dem Royal United Service Institute einen Vortrag mit dem Thema Dynamic Security Threats and the British Army, also dynamische Sicherheitsbedrohung und die britische Armee. Seine These war folgendermaßen, die ist Ihnen inzwischen sehr geläufig. Russland sei, ich zitiere ihn, der archetypische Vertreter einer Bedrohung für Großbritannien und daraus folge die Notwendigkeit, sich auf die Bedrohung vorzubereiten, wörtlich den Krieg zu führen, den wir vielleicht nicht führen müssen. Seine Formte, insgesamt ein langer Vortrag, zeichnet mit ungeschminkter Deutlichkeit ein erschreckendes Feindbild, an das wir leider durch unsere Presse allmählich gewöhnt werden sollen. Er sagt wörtlich, ein längeres Zitat: Ich will keinesfalls unterstellen, dass Russland in der traditionellen Definition des Begriffs in den Krieg ziehen will, aber es gibt Faktoren, die
sich auf die Frage nach ihren Absichten beziehen und man muss die russische Psyche, ihre Kultur und ihre Philosophie der Prävention verstehen. Ich denke, Russland könnte die Feindseligkeiten früher einleiten, als wir erwarten und viel früher, als wir es unter ähnlichen Umständen tun würden. Höchstwahrscheinlich werden sie schändliche Maßnahmen unterhalb der Schwelle gegenseitigen Beistands von Artikel 5 des NATO-Vertrags nutzen, um die Fähigkeit der NATO zu untergraben und die Struktur zu bedrohen, die unsere eigene Verteidigung und Sicherheit bedrohen. Die Parallelen zu 1914 sind überdeutlich, fand er. Unsere Generation hat sich seit dem Ende des Kalten Krieges daran gewöhnt, Kriege nicht wirklich führen zu müssen, obwohl sie es um die Welt herum permanent tun. Aber wir haben vielleicht keine Wahl hinsichtlich eines Konflikts mit Russland. Und wir sollten uns an Trotzkis Worte erinnern. Du bist vielleicht nicht an Krieg interessiert, aber der Krieg ist an dir interessiert. Die ganze Rede liest sich wie eine Aufforderung zur Mobilmachung gegen die Russen. Und im Hintergrund muss man immer wissen, das sind zwei Atommächte, sowohl Russland wie auch England und die Verbündeten Englands ebenfalls. Zum Schluss sagt er, als nächstes, denke ich, müssen wir uns darauf vorbereiten, den Krieg zu führen, den wir vielleicht führen müssen. Die Älteren von uns, die sind an die martialischen Reden während des Kalten Krieges immer noch gen Osten gewohnt und da gab es keinen Mangel. Aber vor dem Hintergrund der sich jetzt durchsetzenden Aufrüstung der NATO-Staaten, ihres aggressiven strategischen Konzepts, insbesondere unter Donald Trump, und der zweifelhaften Berechenbarkeit auch ihrer politischen Führung, ist die Angst vor einem drohenden Atomkrieg durchaus nicht abwegig. Sie haben einen Juristen eingeladen, also keinen Physiker, der Ihnen über die Schrecken immer noch oder Mediziner dieses Atomkrieges etwas sagt, sondern ich möchte mit Ihnen kurz in Erinnerung rufen, was hat die Gesellschaft, die internationale Gesellschaft eigentlich unternommen, um aus dieser Geißel und aus dieser Falle herauszukommen. Ein halbes Jahr vor der Carter-Rede waren in New York, darauf hat der Bürgermeister ja auch hingewiesen, die Vertreter von 122 Staaten zusammengekommen, um einen Vertrag über das vollständige Verbot von Atomwaffen abzuschließen. Das sollte ein Meilenstein der Abrüstung werden, der das Entwickeln, das Produzieren, das Testen, Besitzen und Weitergeben, die Lagerung, die Drohung mit und den Einsatz von Atomwaffen verbieten sollte. Er sollte auch eine Lücke schließen, die die Richter des IGHs im Jahre 1996 mit ihrem Gutachten leider gelassen hat und die Lücke wird immer wieder übersehen, als sie nämlich da über die Legalität der Atomwaffen zu urteilen hatten. Sie haben es gesagt, die grundsätzliche Ablehnung der Atomwaffen war für Sie klar. Ich zitiere das Gutachten. Die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen verstoßen generell gegen die Prinzipien und die Regeln des humanitären Völkerrechts. Und dabei sahen Sie insbesondere drei essentielle Verstöße. Erstens, die mangelnde Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten. Ein absolutes Gebot der Genfer Konvention, das zu beachten. Dann die Zufügung von unverhältnismäßigen Leiden und unnötiger Grausamkeiten, ein absolutes Verbot durch die Genfer Konvention. Und schließlich auch noch die Verletzung der Souveränität unbeteiligter Staaten. Ebenfalls ist das ein Gebot, was eingehalten werden muss. Und da komme ich zu dem, wo Sie vor zurückgeschreckt haben, um dieses Verbot auch absolut zu konstatieren. Im Falle unmittelbarer existenzieller Gefahren eines Staates, also wenn die
Existenz eines Staates bedroht ist, dann meinten die Richter, und jetzt zitiere ich sie, nicht genügend Grundlagen zu haben, die sie in die Lage versetzen, mit Sicherheit zu entscheiden, dass die Anwendung von Atomwaffen unter allen Umständen im Widerspruch zu den Regeln des für den bewaffneten Konflikt verbindlichen Rechts ist. Das heißt, in nüchternen Worten, dies ist ein Schlupfloch, welches die strategischen Atommächte sofort benutzt haben, um ihre weitere Aufrüstung, ihre neuen Atompläne, ihre neuen Strategien auch weiterhin rechtlich zu legitimieren. Und immer, wenn sie mit dem Atom, also mit dem Gutachten kommen, wird man sie darauf hinweisen, ja, da gibt es ja doch einen Ausweg. Der Atomwaffenverbotsvertrag wurde am 7. Juli 2017 von 69 Staaten unterzeichnet. Und die Atommächte befanden sich alle im schönen Hamburg und ließen sich durch die Polizei vor dem Pöbel der Demonstranten schützen. Die dachten gar nicht, nach New York zu gehen. Denn vorher hatten sie auch alle Staaten gewarnt, um überhaupt dorthin zu gehen. Insofern waren das doch ein Erfolg, dass immerhin 122 Staaten dort waren. Und verbindlich wird der Vertrag nur für die Staaten, die ihn auch ratifizieren. Und das haben bis zum Oktober 2018 nur 19 Staaten gemacht. Und bis zum April 2019, also knapp ein Jahr später, 23 Staaten. So langsam geht das Bewusstsein bei den Staaten, die überhaupt nicht über Atomwaffen verfügen, voran, sich von dieser Geißel zu befreien. Der Vertrag tritt in Kraft 50 Tage nach der 90 Tage nach der 50. Ratifikationsurkunde. Und bisher sind es nur 23 Staaten. Wir müssen also noch viel kämpfen in vielen Staaten, damit dieser Prozess sich noch beschleunigt. Für die Bundesrepublik würde sich da einiges ergeben, wenn wir das vorhaben. Und zwar, das hätte einschneidende Folgen. Sie hätte die Lagerung von Atomwaffen, die es hier ja in Büchel gibt, und ihren Transport in und über Deutschland zu untersagen. Und auch von den USA den Abzug ihrer in Deutschland stationierten Atomwaffen hätte sie zu fordern. Sie hätte alle Stationierungsabkommen für Atomwaffen zu kündigen und alle Übungen der Bundeswehr an diesen Atomwaffen, die in Büchel liegen, ebenfalls einzustellen. Aber nicht nur das, sie hätte auch das, woran die Bundesregierung immer wieder hängt, die nukleare Teilhabe in der NATO einzustellen und auch ihre Mitarbeiter in der nuklearen Planungsgruppe der NATO ebenfalls einzustellen und in allen anderen mit Atomwaffen befassten Gremien. Dieses würde aber nicht nur das bedeuten, sondern es würde weitere Implikationen auch für die Mitgliedschaft der Bundesrepublik in der NATO sein. Man kann sagen, dieses wäre im Grunde der erste Schritt zum Austritt aus der NATO, was ja auch nicht von wenigen gefordert wird. Seit 1970 ist dann zudem der Nichtweiterverbreitungsvertrag, auch Non-Proliferation Treaty, genannt in Kraft. Der zwar nicht, das muss man sich immer wieder sagen, er sollte eigentlich die Weiterverbreitung von Atomwaffen verhindern. Er hat es nicht vermocht, die nukleare Aufrüstung in Indien, Pakistan, Israel und auch Nordkorea zu verhindern. Allenfalls könnte man sagen, dass er den Stopp der Nuklearpläne Libyens, Südafrikas und des Irans auch auf seine Liste abbuchen kann. Die Verpflichtung, das ist das andere dabei, und jetzt zitiere ich den Vertrag, ernsthafte Verhandlungen zur vollständigen atomaren Abrüstungsmacht, die die Atommächte in diesem Vertrag eingegangen sind,
ist bisher nichts weiter als Papier. Das heißt, es gibt eine ständige Verletzung auch der Atommächte dieses Vertrages, weil sie ihre Verpflichtungen, die sie eingegangen sind, bisher in keiner Weise irgendwie nachgekommen sind. Denn immer wieder wurde ja der Abschied von den Atomwaffen nicht nur durch die USA, sondern durch alle Staaten immer wieder proklamiert. Und auch die Sowjetunion. Und schließlich haben sie in dem einzigen Vertrag, der eigentlich einen Schritt auf den Abschied der Atomwaffen geführt hat, den sogenannten INF-Vertrag, Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, also der Mittelstrecken-Atomvertrag, 1984 abgeschlossen. Der einzige wirklich substanzielle Abrüstungsschritt, der seinerzeit von Ronald Reagan und Gorbatschow abgeschlossen wurde und beide Parteien verpflichtete, landgestützte ballistische Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometer sowie auch ihre gesamten Abschussvorrichtungen und die Infrastruktur zu zerstören. Der Vertrag kam sehr bald durch die Ratifikation der beiden Mächte in Kraft 1988 und dann schon 1991 wurden insgesamt 864 US-Raketen und 1846 russische Raketen wurden abgerüstet mit ihrer gesamten Infrastruktur. Ein großer Erfolg war es damals. Und nicht nur das, sondern im September 1991, also im gleichen Jahr, konnte dann Reagans Nachfolger, das war der George Bush, auch die Beseitigung aller bodengestützten Kurzstreckenraketen, den Abzug aller taktischen Nuklearwaffen, Cruise Missiles auf US-Kriegsschiffen und den Abzug der Atombomben in Depots in Europa bis auf einige hundert, aber die sind eben immer noch hier in Europa bekannt. Dieses war eine hoffnungsbringende Zeit Ende der 80er Jahre, wenn sich einige noch daran erinnern. Aber wie es heute so ist, 2018, das sind gut 30 Jahre später, will der neue Präsident Trump Schluss mit dieser Rüstungsrestriktion machen. Am 20. Oktober 2018 hat er auf einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, wie das zu seiner Art war, diesmal nicht über Twitter, sondern nur im Wahlkampf, dass er den INF-Vertrag kündigen werde. Was vertraglich möglich ist, das war da drin vorgesehen. Und zwar seine Begründung war folgende. Russland verletzte den Vertrag seit 4 Jahren. Und das INF, also dieses Arsenal dieser Mittelstreckenraketen der Chinesen, gefährdet die US-amerikanische strategische Position. Man hatte also auch schon China im Fokus. Sein Vorwurf, Russland habe sogenannte SSC-8, da wurde viel in der Presse auch drüber geschrieben, Raketen mit einer Reichweite von 2800 Kilometer hinter Jekaterinburg und auch dann hinterm Kaspischen Meer aufgestellt, haben die Russen wiederum mit dem Vorwurf gekontert, dass sie nämlich auf US-Langstreckendrohnen ballistische Mittelstreckenraketen und Abschussvorrichtungen für seegestützte Marschflugkörper hinwiesen. Eine Nachprüfbarkeit aller dieser Vorwürfe ist kaum möglich. Weder für Juristen, ich glaube auch für Ingenieure oder für auch sonstige Kontrolleure im Augenblick. Es kommt auch nicht darauf an. Das ist gar nicht das Wichtige. Sondern Präsident Trump will auf jeden Fall sich von dieser Rüstungsfessel befreien. Und da ist ihm auch die Devise Make America Great Again die einzige Begründung, die für ihn stichhaltig ist. Und dann unmittelbar nach dem Ausstieg jetzt im Februar, der dann verzogen ist, 2019, hat nur noch Russland die Entwicklung neuer landgestützter Langstreckenraketen angekündigt. Das heißt, der Rüstungswettlauf auf der atomaren Basis
ist schon im vollen Gang. Eines, womit ich eigentlich anfangen wollte, was ich aber jetzt nachtrage, ist, niemand muss vor der Technologie der Kernspaltung eigentlich Angst haben. Die Kernspaltung hat in medizinischen Bereichen, in anderen Bereichen eine ausgesprochene Segenswirkung. Insofern ist auch die Existenz von solchen Nuklearwaffen im Grunde nicht das Problem. Das Problem sind die Menschen. Das heißt, diejenigen, die in der Lage sind, diese Waffen anzuwenden. Die das Recht haben, auf den roten Knopf zu drücken und dort das Inferno, das Armageddon auszuwenden. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das im Hinterkopf hat. Nicht die Technologie ist das Problem, sondern die Menschen dahinter, die das anwenden und die so verantwortungslos sind. Und deswegen ist es notwendig, sich die nationalen, insbesondere der USA, Sicherheitsstrategie der USA anzugucken, nämlich unter dem Gesichtspunkt Bedrohung aus dem Osten. Dieser Neustart des ungehemmten atomaren Wettrüstens ist schon der erste Schritt der Umsetzung einer Nuklearstrategie, die sogenannte Nuclear Posture Review von 2018, die Trump an die Öffentlichkeit gegeben hat. Wir müssen wissen, dass seit 1994 jeder neue Präsident und jede neue Administration ihre eigene Nuklearstrategie definiert. Das hat George W. Bush 2002 gemacht, das hat Obama 2010 gemacht. Und Obama, für ihn war das noch nicht so wie heute, sondern für ihn waren die größten Gefahren die nukleare Proliferation, also die Weiterverbreitung von nuklearer Kenntnis und nuklearer Technologie und vor allen Dingen auch die Fragen des Nuklearterrorismus, die unmittelbar damit verbunden sind, wenn nämlich die Weiterverbreitung nicht gestoppt werden kann, dass dann Gruppierungen, Banden in den Besitz dieser Technologie kommen und sie einfach anwenden können. Deshalb setzte er den Schwerpunkt auf die Reduzierung der Atomwaffen, die Rüstungskontrolle und auch die Stärkung des Nichtweiterverbreitungsvertrages. Er unterzeichnete zum Beispiel 2010 dann den New START-Vertrag auf START 3 und seine Doktrin verzichtete zwar nicht auf den Ersteinsatz von Nuklearwaffen, aber auf den Einsatz gegen Staaten, die keine Nuklearwaffen haben. Das war für ihn klar. Gegen Staaten, die keine Nuklearwaffen haben, werden wir nie Nuklearwaffen einsetzen. Zudem sollte es auch keine Entwicklung neuer Atomwaffen geben, sondern das, was er nur hatte, das ist dieses Ungetüm, Lebenszeitverlängerungsprogramm nennt sich das auf Deutsch. Das heißt, er will die Modernisierung der alten Waffen so, dass sie eben auch noch weiter anwendbar sind. Die Friedens- und Kriegsbilanz von Obama ist nicht allzu erstaunlich und nicht allzu sehr zu loben, obwohl er den Friedensnobelpreis bekommen hat. Aber eines muss man ihm lassen. Er war in der Atomfrage wirklich der Ansicht, davon, dieser Geißel müssen wir uns befreien. Und er war in kleinen Schritten auf dem Weg, doch erst zu reduzieren und sich vollständig von den Atomwaffen zu trennen. Das ist nun ganz anders bei Trump. Trump' Nuklearstrategie basiert auf der nationalen Sicherheitsstrategie, die er im Dezember 2017 vorgestellt hat. Und da sieht er eben eine ganz andere, vollkommen neue Bedrohungslage. Und zwar, das ist Russland. Die Annexion, wie er sagt, der Krieg der Krim, obwohl sie schon 2014 unter Obama ja, gewesen ist, nicht erst in seiner Zeit, dann die russische Einmischung in der Ostukraine, bilden die Eckpunkte seiner neuen Bedrohung. Dann kommt der angebliche Verstoß gegen den INF-Vertrag, aber auch die Modernisierung der chinesischen Nuklearkapazitäten und dann schließlich die Atomrüstung der Nordkoreaner. Sein Blick ist stark
ganz klar in Osten gerichtet. Dort ist die neue Gefahr, die wir bekämpfen müssen. Und schließlich, das ist im Augenblick die größte Gefahr, besteht Trump immer noch auf seiner Überzeugung, dass der Iran seine Nuklearpläne niemals aufgegeben habe und deswegen der Nuklearvertrag von Obama vollkommen sinnlos und vollkommen ergebnislos und vollkommen irrsinnig sei. Eine derartige Weltsicht reicht aus, um die Devise America First mit so einer aggressiven Strategie zu untermauern und dann auch die Rückkehr zur Großmachtrivalität, die er im Augenblick führt, zu begründen. Diese Nuclear Posture Review von 2018, die er dann in diesem 2018 erlassen hat, trennt sich nicht von allen Vorgaben der Obama Posture, aber von einer. Und zwar, kehrt er nämlich zurück zur atomaren Abschreckung auch nicht-atomarer Staaten. Das heißt, das, was Obama klar gesagt haben, wir werden atomar nie Staaten, die keine Atomrüstung haben, eingreifen, das hat er aufgegeben und sagt, auch ist es möglich, gegen Staaten, die keine Atomwaffen haben, vorzugehen, und zwar insbesondere bei Angriffen, wird er genannt, auf die Kommandostrukturen, Kommunikationssysteme und auch bei Cyberangriffen. Aber das ist nicht das wirklich Erschreckende. Es geht noch weiter. Und zwar ist das eine Erweiterung der US-amerikanischen Nuklearoptionen mit einem ganz neuen Gewicht, welches nämlich die Strategie auf kleine, taktische, substrategische Atomwaffen richtet. Diese Mini-Nukes genannten Atomwaffen haben eine vergleichbare Sprengkraft ungefähr der von Hiroshima und Nagasaki, zwischen 15 und 20 Kilogramm. Und jeder müsste wissen, was die angerichtet haben. Die US-Streitkräfte verfügen über insgesamt 1000 solcher Nuklearsprengköpfe, von denen ein Teil seit 2002 in Europa stationiert ist. Sie sollen aber nun um seegestützte Langstreckenraketen und Marschkörper mit substrategischen atomaren Sprengköpfen ergänzt werden. Was heißt das? Das sind welche, die keine lange Distanz überfliegen müssen, sondern auf kurze Distanz wirken. Und deswegen ist es gefährlich, wenn nicht nur landgestützte. Da könnte man die eventuell irgendwo in Ungarn oder in Polen oder so etwas stationieren. Auch bei uns sind welche. Wenn sie seegestützt sind, können sie unmittelbar vor der Küste Koreas oder des Irans durch U-Boote stationiert werden. Und dort ist dann die Bedrohung natürlich sehr, sehr viel größer. Die US-Administration begründet das damit, dass die Abschreckung strategischer Atomwaffen, also jener mit über 10.000 Kilometer Reichweite und großem Gewicht, heute nicht mehr überzeugend sei. Deswegen, dazu sagt er nicht, aber das passt schon in das Weltbild des vorhin zitierten Sir Richard Carter, wenn der nämlich betont, ich zitiere, ich glaube, Russland stellt die komplexeste und fähigste staatliche Bedrohung für unser Land seit dem Ende des Kalten Krieges dar. Und meine Stabschefskollegen aus den USA, Frankreich und Deutschland teilen diese Absicht. Die Fixierung auf Russland lässt die Bedrohung durch China nicht außer Betracht. Vor allen Dingen, weil sie allmählich für die USA immer größere Bedeutung hat. Aber das bedeutet eben, dass der Einsatzradius von diesen Atomwaffen, jetzt auch seegestützt, immer weiter und jener immer größer ist. Und vor allen Dingen, was so bedrohlich ist, man denkt, kleine Atomwaffen haben ja nicht die Wirkung. Man stelle sich vor, der Iran würde irgendwo im Süden des Landes, in einem abgelegenen Gebiet, ein Denkzettel mit einem Mini-Nuke bekommen, von der Größe von Hiroshima und Nagasaki. Teheran wäre dort noch verschont.
Die Frage ist, was geschieht dann eigentlich? Das ist vollkommen unklar. Vor kurzem, am 11. Juni dieses Jahres, hat der Vereinigte Generalstab der US-amerikanischen Streitkräfte eine neue Ausgabe der offiziellen Doktrin über den Einsatz von Atomwaffen ausgegeben. Sie verschwand zwar sehr schnell wieder von der Webseite, aber sie ist immer noch zu lesen in dem Joint Electronic Library, dort ganz versteckt. Dort ist zu lesen, der Einsatz von Atomwaffen könnte Bedingungen für entscheidende Ergebnisse und die Wiederherstellung der strategischen Stabilität schaffen. Und das vor dem Hintergrund, dass Trumps Nuklearstrategie sagt, wir greifen eventuell auch Staaten an, die gar nicht über atomare Rückschlag- oder Vergeltungsmöglichkeiten haben. Insbesondere wird der Einsatz einer Atomwaffe grundlegend das Ausmaß einer Schlacht verändern und die Bedingungen schaffen, die beeinflussen, wie Kommandeure in einem Konflikt siegen werden. Und darin liegt die größte Gefahr, insbesondere für die schwächeren Staaten. Ob sie Atomwaffen haben, haben sie nicht oder nicht. Iran oder Korea oder nehmen wir dann irgendein anderes Land, was sich nicht mehr dem Diktat des Westens so unbedingt unterwerfen will. Aus dem Einsatz atomarer, auch nicht strategischer, kleinerer Waffen kann sich unkalkulierbar, unkontrollierbar ein atomarer Schlagabtausch mit unvorstellbaren Dimensionen entwickeln. Deswegen ist es so notwendig, dass wir hier alles darauf setzen, dieses Bewusstsein in der Bevölkerung nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern immer wieder zu erneuern, dass das nicht irgendwie historisch jetzt Vergangenheit ist. Und man denkt auch, demokratische Staaten werden nie gegeneinander Krieg führen, sondern dieses ist bei diesen Leuten, die dahinter stehen, eine echte Gefahr. Auch, und das ist das Schlusskapitel, wir müssen einen Blick, wie steht die eigentliche Diskussion in Deutschland? Diese neue US-amerikanische Nuklearstrategie hat offensichtlich auch die deutsche Debatte über atomare Bewaffnung, die seinerzeit ja von Franz Josef Strauß gepflegt wurde, wiederbelebt. Am 17. Oktober 2018, also ungefähr ein Dreivierteljahr zurück, organisierte die Gesellschaft für Sicherheitspolitik den dritten Berliner Sicherheitsdialog unter der Überschrift Zukunft von Nuklearwaffen in einer Welt der Unordnung. Da sprachen verschiedene Diskutanten, zum Beispiel auch ein Vertreter des sogenannten Berliner Global Public Policy Institute und auch der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter. Und zwar über die Entwicklung eines europäischen Nuklearschildes, den sie befürworten. Bei denen geht es dann natürlich nicht nur über eine Beteiligung an der Finanzierung, sondern zweifelsohne auch eine Beteiligung an der Verwendung und dem Einsatz dieser Waffen. Denn was hat eine nukleare Teilhabe denn sonst, wenn man nur finanziert und nichts zu sagen hat, ist das sinnlos. Teilnehmer war dann auch der Politologe Christian Hacke, das ist ein emeritierter Professor der Universität Bonn, der sich wiederholt öffentlich für eine Atommacht Deutschland ausgesprochen hat. Und dies mag derzeit nur als irgendeine provokative Träumerei sein, denn wenn das so wäre, müsste Deutschland einmal den 2+4-Vertrag verletzen und würde den Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag auch voraussetzen. Den hat zum Schluss Nordkorea im Jahre 2003 verlassen. Aber den müsste dann auch Deutschland verlassen. Aber die wissenschaftlichen Dienste meinen in einer Gutachten von vor 2 Jahren, dass die Finanzierung und die Teilhabe an einer Nuklearwaffe Deutschland verfassungsrechtlich und auch völkerrechtlich erlaubt sei. Ich bin da etwas anderer Ansicht. Und meine bei genauer Betrachtung unterläuft eine Mitbestimmung
über den Einsatz einer europäischen Atombombe, die nicht mal wir haben, sondern eventuell in Frankreich oder in England stehen, ganz eindeutig den Artikel 3 des 2+4-Vertrages, und an ihn sei hier auch erinnert. Da heißt es, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihren Verzicht auf Herstellung und Besitz von und auf Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische Waffen. Sie erklären, dass sich auch das vereinte Deutschland an diese Verpflichtungen halten wird. Insbesondere gelten die Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen vom 1. Juli 1968 auch für das vereinte Deutschland. Hier wird also von der Verfügungsgewalt gesprochen und damit ist auch eine Mitverfügungsgewalt natürlich, das heißt eine Teilhabe genannt. Insofern würde das ein klarer Verstoß auch gegen diesen Vertrag sein. Die Frage zum Schluss, ist also die Angst vor dem Atomkrieg berechtigt oder nur Panikmacher? Wir müssen konstatieren und feststellen, dass das Grauen, welches Hiroshima und Nagasaki verursacht haben, irgendwie im großen Rahmen dieser Gesellschaft allmählich verblasst. Dafür erleben wir eine wirklich demonstrative Abkehr von der Verpflichtung zur Abrüstung, wird getragen von einer überwiegenden Anzahl der Bevölkerung. Die Rückkehr zu einer aggressiven Machtpolitik mit dem Zentrum in den USA und auf der Basis eben jederzeit einsetzbar und auch überall einsetzbaren atomaren Potenzials, denn das ist der Inhalt dieser Souveränität. Und dass damit ein neuer Wettrüstungslauf in Gang gesetzt worden ist. Das alles könnte uns nur dann nicht beunruhigen, wenn die Atommächte unter der Führung von dem rational kalkulierenden, verantwortungsvoll handelnden und auch verlässlichen Politikern ständen. Aber mindestens bei zwei dieser Politiker, die über Atomwaffen verfügen, habe ich große Zweifel und das macht Angst. Und zum Schluss komme ich dann zu dem schon erwähnten Briefwechsel zwischen Einstein und Russell, der 1955 vor den Gefahren dieser Geißel gewarnt haben. Sie schließen ihren Brief mit den Worten, vor uns liegt, wenn wir richtig wählen, eine beständige Ausweitung von Glück, Wissen und Weisheit. Sollen wir stattdessen den Tod wählen, bloß weil wir unsere Streitereien nicht vergessen können? Wir wenden uns als Menschen an unsere Mitmenschen. Erinnert euch eures Menschseins und vergesst alles andere. Wenn ihr das vermögt, dann öffnet sich der Weg zu einem neuen Paradies. Könnt ihr es nicht, dann dröhnt euch allen der Tod. Angesichts der Tatsache, dass in einem künftigen Weltkrieg Kernwaffen bestimmt benutzt werden würden und dass derartige Waffen das Fortbestehen der Menschheit bedrohen, fordern wir die Regierung, der ganzen Welt auf einzusehen und öffentlich einzugestehen, dass ein Weltkrieg ihren Zielen nicht förderlich sein kann. Weiterhin fordern wir sie auf, friedliche Mittel aufzufinden, um alle Streitsachen zwischen sich zu schlichten. Und ich schließe damit an die Aufforderung an unsere Regierung, um endlich auch sich zu entschließen, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen. Dankeschön. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit für Verständnisfragen aus dem Publikum. Aber bitte wirklich nur Verständnisfragen und keine Diskussion. Gibt es da jemanden, der etwas genauer von Herrn Professor Pech wissen möchte? Oder etwas Herrn Moske, bitte. Soll ich Ihnen mal das Mikrofon geben? Verständnisfrage. Sie haben gesagt, verzeihen und nehmen Sie Angst. Der eine ist klar. Wer ist der andere?
anderes Netanyahu. Netanyahu droht permanent mit Krieg gegen den Iran. Und er versucht alles, um die USA dazu zu bewegen, voranzugehen. Und dieses halte ich für eine außerordentlich schwierige und sehr bedenkliche, egal wie man über Israel oder die ganzen Probleme denkt, nein, das halte ich für außerordentlich bedenklich. Gibt es noch Verständnisfragen? Ja, bitte. Sie haben den 2+4-Vertrag erwähnt. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, der davon ausgeht, dass der 2+4-Vertrag möglicherweise das Stationierungsabkommen kündigen lässt, auf der Grundlage dieses Vertrages, und den Austritt aus der NATO auch möglich macht. Das wäre also innerhalb von 1 bzw. 2 Jahren möglich. Wenn der Stationierungsvertrag gekündigt würde und der Austritt aus der NATO erfolgt, dann wären die Atomwaffen hier wenigstens bei uns auch obsolet, weil wir keine Atomwaffen haben. Sie hatten es ja vorhin noch erwähnt. 2+4, ist da die Möglichkeit gegeben oder ist das nur eine Hoffnung? Ja, ich erspare Ihnen jetzt juristische Ausführungen darüber. Ich will Ihnen das Ergebnis geben. Ich weiß auch nicht, wie der wissenschaftliche Dienst, dem diese Frage noch nicht vorgelegt worden ist, dazu sagen würde. Aber ganz klar ist, es ist kein Vertrag, auch nicht der 2+4-Vertrag, es steht dagegen ein Stationierungsabkommen, welches die Bundesrepublik in voller Souveränität geschlossen hat. Da ist sie nicht immer dran gebunden, zu kündigen und auch den NATO-Vertrag zu kündigen. Das kann man. Man kann nicht nur aus, wie das die Franzosen eine Zeit lang gemacht haben, aus der militärischen Komponente des Vertrages austreten, man kann ganz austreten. Das ist mit einigen sozusagen Zeitaufwendungen verbunden, aber politisch, also juristisch ist das möglich. Politisch wird Ihnen jeder in der Regierung sagen, das ist vollkommen unmöglich. Gibt es noch Fragen? Okay, dann können wir jetzt, wir haben jetzt eine Podiumsdiskussion mit Ekan Dieter. Möchtest du, dass ich die Teilnehmer vorlese oder machst du das selber? Okay, dann übergebe ich dir jetzt das Mikrofon. Ja, schön, dass Sie alle da sind, das finde ich schon mal ganz toll. Wir hatten uns überlegt, ein Podium aufzubauen. Und da die Teilnehmer wissen Bescheid, würde sie einfach bitten, nach vorne zu kommen. Herrn Peter Koch, Herrn Thomas Loch, Helmut Käs, Jürgen Reuter und Herr Norman, Professor. Gibt es eine Sitzung? Ja, das ist ein Erstmal sehen wir uns. Wir haben keine Reihenfolge. Achso, du musst ja auch noch einen eigenen Platz kriegen. Also muss der Gemeinschaft drauf. Ja, vielen Dank. Setze ich mich dazwischen. Okay, vielen Dank. So, wir hatten uns überlegt, ein kleines Podium zusammenzustellen von Vertretern aus der Gesellschaft. Ich möchte um Ihre Hilfe bitten. Herr Loch, ich habe meinen Zettel jetzt nicht dabei, ich bin völlig ahnungslos. Stellen Sie sich bitte schön mal selber vor, wo Sie herkommen und was Sie mit Atomwaffen verbinden. Aber zunächst möchte ich alle begrüßen natürlich ganz herzlich und möchte mich entschuldigen. Wir hatten Vertreter der Kirche auch eingeladen, aber das hat alles nicht so richtig funktioniert. Wir haben deswegen heute leider keinen kirchlichen Vertreter bei uns. Fangen Sie doch bitte schön mal an. Von welcher Gesellschaft Sie sind? Ja, also mein Name ist Thomas Loch, ich bin Landesvorsitzender des Deutschen Freidenkerverbandes in Niedersachsen seit Anfang dieses Jahres.
Es ist ein bisschen Zwitterverhältnis, weil ich komme eigentlich aus Sachsen-Anhalt, aus Quedlinburg. Aber da es, als ich Mitglied des Freidecker Verbandes geworden bin, keinen Landesverband in Sachsen-Anhalt gab, habe ich mich der nächsten Stadt zugewandt und das war in dem Fall Braunschweig. Und es ist auch eine ganz interessante Geschichte geworden. Letztlich ist es so, dass der Freidecker Verband selbst eine noch sehr alte Organisation ist, gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts und es ist eine Interessenvertretung konfessionsfreier Menschen. Es ist aber auch eine Friedensbewegung, es ist auch eine Kulturorganisation, ja, eine Organisation, die für Gleichberechtigung kämpft, also auch für gesellschaftlichen Fortschritt in dem Hinsicht und vor allem auch, wie schon gesagt, für den Frieden, auch gegen Atombombenwaffen. Da haben wir schon in den verschiedensten Publikationen darauf aufmerksam gemacht und wir haben auch jüngst hier zum Beispiel diesen Flyer mit raus aus der NATO und da sind wir eben auch auf den Gedanken gekommen, dass man den Vertrag einfach kündigen kann. Man muss eine Kündigungsfrist von 2 Jahren einhalten und dann wäre man raus, also nicht nur raus aus der NATO, sondern auch NATO raus aus Deutschland. Also ist eine wichtige Geschichte. Und mit Atomwaffen, was verbinde ich? Ich habe ja früher auf der anderen Seite gelebt, bin da groß geworden und natürlich, wir hatten auch Angst vor dieser atomaren Gefahr. Und ich weiß ja auch, dass zum Beispiel die sowjetische Atombombe mit Hilfe deutscher Wissenschaftler entwickelt worden ist, zum Beispiel Manfred von der Lenne. Ja, also man hat die Notwendigkeit eingesehen, wenn einer diese Atombombe hat, ich kann kein Gleichgewicht wahren, wenn der zweite sie nicht hat. Das darf man auch nicht vergessen. Leider ist, war es früher die Sensibilität innerhalb der Bevölkerung, Ost wie West, eigentlich gegen Atomwaffen wesentlich höher, als es heute der Fall ist. Ja, es ist so eine vergessene Sache. Also früher ist man aufgestanden gegen Atomwaffen und heute spielen sie nur noch am Rand eine Rolle. Erst mit den letzten politischen Entwicklungen, gerade was unter Trump vor sich gegangen ist, gewinnen sie wieder etwas an Bedeutung. Aber sie müssen noch wesentlich mehr an Bedeutung im Bewusstsein der Menschen gewinnen und die Gefahr, die davon ausgeht. Danke. Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Peter Koch. Ich bin der Sprecher der hiesigen Regionalgruppe der Giordano-Bruno-Stiftung. Wäre recht komplex, würde die Minute sprengen, alle Facetten dieser Stiftung aufzuzeigen. Aber die Berührungspunkte zum heutigen Abend werden am besten gekennzeichnet durch die Kurzversion. Die Giordano-Bruno-Stiftung tritt ein für einen evolutionären Humanismus. Und in diesen beiden Wörtern steht eigentlich auch die Erklärung drin. Wir sind uns bewusst, dass wir Menschen Teil einer überaus faszinierenden und anhaltenden Evolution sind. Bisher eine kurze Episode, schauen wir mal. Wir sind uns aber auch als Humanisten im Klaren, dass wir eigenverantwortlich handeln. Wir sind für unser Schicksal, für unsere Welt, für unser Leben hier verantwortlich. Es gibt für uns keine übergeordnete Kraft, keine übergeordnete Instanz, die uns lenkt, die uns unser Schicksal vorbestimmt, die uns bestraft oder, was vielleicht sogar ganz besonders wichtig ist, die uns auch nicht für irgendwelches Handeln belohnt. Und wenn man in die Evolution mal zurückblickt, dann sieht man, es gab immer mal wieder Massensterben. Das Massensterben wurde verursacht von erhöhtem Vulkanismus. Es wurde von Kometeneinschlägen in Gang gesetzt. Und wenn man sich unter den heutigen Aspekten, unter unserem heutigen Wissen vorstellt, was ein Atomkrieg bedeutet, dann würde dieser Atomkrieg das erste ausschließlich vom Menschen verursachte Massensterben im Zeitraum der Evolution darstellen. Es wäre nicht nur das größte Verbrechen der Menschheit, es wäre unterm Strich die größte denkbare Dummheit, zu der Menschen, zu der die hochentwickelten Menschen fähig sind. Und dieser Riesendummheit gilt es ganz entschieden mit allen Möglichkeiten entgegenzutreten. Danke. Guten Abend. Mein Name ist Reinhard Weidner. Ich bin Professor an der Technischen Universität Braunschweig, entpflichtet.
und war zuständig für die Kabel- und Brennstofftechnik. Kennt mich also ein bisschen mit Kernenergie aus, weil ich mich auch mit Kernkraftwerken beschäftige. Genau, ja. Weil ich mich auch mit Kernkraftwerken beschäftigt habe, am Rande. Ich bin Katholik und Mitglied bei Pax Christi. Pax Christi ist eine Organisation der katholischen Kirche, die sich für den Frieden einsetzt, so wie der Name das ja auch sagt. Die katholische Kirche hat als oberstes Gebot: Du sollst deinen Herrn und Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deinem ganzen Gemüt und aus deiner ganzen Seele. Doch ein zweites Gebot ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dieses Gebot existiert allerdings schon im Alten Testament, also bei den Juden, aber eben auch bei den Christen. Und ich denke, das Christentum hat zwar auch viele Kriege mit zu verantworten, aber im Grunde genommen da immer gegen ihre eigenen Richtlinien verstoßen. Das ist sehr bedauerlich und wir sollten das in Zukunft nicht mehr tun, insbesondere wenn es sich um Kernwaffen handelt. Wollte ich noch sagen. Vielleicht ist die Generation, die Hiroshima und Nagasaki noch miterlebt hat, schon zu klein geworden. Ich habe das nicht mehr bewusst miterlebt. Ich bin 1945 im Februar geboren. Aber ich glaube, wir sollten dieses Wissen, was da passiert ist und wie schrecklich das war, weiter verbreiten, um zu verhindern, dass die jungen Leute glauben, sie können das jetzt über den Computer, im Computerspiel da ein Bömmchen, ein Mini-Nuke abwerfen und dann werden da die Feinde vernichtet und sonst passiert ja nichts Schlimmes. Gut, danke schön. Ja, ich stehe nicht auf, weil mein Denken noch mehr abschaltet, wenn ich stehe. Ich bin Helmut Hess, berendeter Hausarzt, bin in verschiedenen Friedensorganisationen seit über 30 Jahren, unter anderem in der IPPNW, vertrete sozusagen die Frieden ist die Basis, aber Umwelt und Soziales sind für das Glück der Menschheit sozusagen zuständig. Von daher ist das auch sehr wichtig. Wir müssen wegen der katastrophalen Unfähigkeit und Inkompetenz der Politiker, katastrophale Inkompetenz, die jetzt wunderbar gezeigt worden ist, also Greta hatte die Klimageschichte angetreten, die von Fridays for Future haben sich draufgesetzt, haben sie kräftig unterstützt und Riso hat dann die Sache weitergeführt. Riso hat drei Themen, hat das Soziale, die Frieden und auch das Klima angesprochen. Also hat er dann das Klimathema erweitert und die beiden anderen wichtigen Themen der Menschheit. Und wenn man das sich ansieht, 55 Minuten, das lohnt sich sehr. Er hat 200 bis 300 Links dahinter, also es hat sich wirklich auch einen wissenschaftlich begründeten Vortrag gemacht und hat die Politiker grauenhaft abgestraft, hat gesagt, wie inkompetent die Politiker sind. Also von daher, das ist sehr lohnend, das sich anzugucken. Ich hoffe, dass Sie sich die Hälfte der Leute schon angeguckt haben. Und es geht jetzt, und ich hoffe daraus, dass man jetzt langsam anfängt, die Politiker strenger zu kontrollieren und da wirklich dann Fortschritte hinzunehmen, auf dem Wege zu einer Kultur des Friedens hinzubekommen. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Jürgen Reuter. Ich bin von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, allerdings eine Einzelgewerkschaft im DGB. Deswegen vielleicht ganz kurz zwei Bemerkungen. Als Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft setzen wir uns in den Schulen oder in den Bildungseinrichtungen dafür ein, dass kein Werben fürs Sterben stattfindet. Wir haben 2014 die Rüge noch in Erinnerung von der UNO-Kinderschutzkommission, die darauf hingewiesen hat, dass die Bundesregierung verantwortlich ist, dass pro Jahr 1800 Minderjährige
in die Bundeswehr eingezogen werden, also sich dort melden und dann auch in die Bundeswehr aufgenommen werden. Diesen Zustand halten wir für katastrophal und wir wollen nicht, dass die Bundeswehr normalisiert wird durch ihre Werbekampagnen, sondern wir wollen verhindern, dass die Schulen militarisiert werden. Das ist auch ein früher Ansatz, um eventuell Konflikte friedlich lösen zu können, später als Erwachsene. Zweite Bemerkung, DGB, vielleicht haben Sie den Aufruf zum diesjährigen September schon, 1. September schon gelesen. Seit dem 21. ordentlichen Kongress des DGB unterstützt der DGB die Kampagne Abrüsten statt Aufrüsten, also diese Unterschriftenkampagne, und versucht dort sehr viele Menschen in die Diskussion zu bekommen. Denn Rüstung hat noch nie Kriege verhindert und Aufrüstung tötet auch schon den Frieden. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt eine Frage an Herrn Koch. In Zeiten zunehmender Spannung zwischen den Staaten oder Staatenblöcken dient das Aufrüsten nicht mehr nur der Abwehr, sondern auch der Abschreckung. Ist das noch zeitgemäß? Naja, also zeitgemäß ist es mit Sicherheit nicht, weil Abschreckung an sich, vor was soll man abschrecken? Wenn ich eine Abschreckung in eine Größenordnung hineintreibe, wie zum Beispiel die Aufrüstung der NATO gegen Russland ist, dann ist das einfach nur noch lächerlich und gefährlich natürlich. Also das ist sicher. Und naja, man sieht ja, wohin es letztendlich geführt hat. Die Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten, das ist heute Geschichte. Es wird sich in jedem Staat wird sich irgendwo eingemischt, wenn man vermeint, es tun zu müssen. Und eine hochgerüstete Armee, naja, die führt ja Kriege, die schreckt nicht vom Kriege ab, wie man es gerade sieht bei der US-amerikanischen Armee. Die haben ja doch sehr viele Menschen unter Waffen zu stehen. Und sie sind überall auf der Welt aktiv, also vor allem auch ringsum China und Russland. Vor was will man da abschrecken, vor Angriffen? Wenn man sich die Potenziale anguckt, alleine die Rüstungsausgaben berücksichtigt, dann gibt natürlich die NATO insgesamt ein Vielfaches von dem aus, was zum Beispiel Russland ausgibt. Also das ist eigentlich lächerlich, vor allem, weil die NATO ja bis an die russische Grenze hin ausgedehnt worden ist mittlerweile und gerade auch, und das ist für mich eigentlich auch so ein Zeichen, jetzt ist die Zeit reif, jetzt wird das Abkommen gekündigt von Trump für die Mittelstreckenraketen, jetzt haben wir unsere Raketenschilder an der russischen Grenze. Also erstmal militärisch auf dem Meer stationieren, auf den Schiffen stationieren und dann natürlich auch in Polen, in Bulgarien, also diese zwei großen Abwehrsysteme, von wo aus übrigens solche Mittelstreckenraketen technologisch auch abgeschossen werden können. Also das heißt, die Vorwarnzeit wird enorm zurückgenommen. Ja, die Frage erweitere ich noch ein bisschen. Jeder Staat schützt sich so gut er kann. Er sorgt für Sicherheit für seine Bürger. Dazu gehört meistens Militärapparat und moderne Bewaffnung. Gibt es andere Möglichkeiten, für Sicherheit zu sorgen? Naja, ich meine, ich habe vorhin schon gesagt, Rüstung hat bisher noch nie Kriege verhindert. Von daher ist dieser Weg der Aufrüstung und der militärischen Drohung eigentlich keine Lösung. Die Ergebnisse von zwei Weltkriegen, die von Deutschland ausgegangen sind, sind für uns als Gewerkschafter natürlich mahnend. Und deswegen ziehen wir auch immer die Verbindung in ökonomischer Hinsicht. Wir sagen, die Rüstungskosten führen heute schon dazu, dass zum Beispiel im Gesundheitswesen auch hier bei uns im Land nicht alles mehr in Ordnung ist. Ja, also die Privatisierung des Gesundheitswesens, die Effizienzsteigerung von Krankenhäusern, solche Dinge sind alles Sparprogramme, weil dafür keine Steuergelder mehr zur Verfügung gestellt werden. Die Verteidigungsministerin von der Leyen steht hinter dem 2%, hinter der 2%-Forderung, will das auch wirklich durchziehen. Das würde bedeuten, dass wir in 5 Jahren ein
Rüstungshaushalt von über 85 Milliarden Euro hinten. Schulen, Kitas und so weiter fallen dann hinten runter. Es ist endlich, was an Möglichkeiten für soziale Dinge ausgegeben werden kann. Von daher denke ich, dass wir anders rangehen müssen an diese Frage Sicherheit. Nicht nur militärische Sicherheit, Schutz vor irgendwelchen Eindringlingen oder so, oder Terrorismus, sondern dass wir auch Sozialsicherheit, Arbeitsplatzsicherheit und diese Dinge mitdenken müssen. Und dafür ist Geld notwendig, was für die Rüstung unnötigerweise ausgegeben würde. Viele Menschen meinen, militärische Stärke ohne Atomwaffen ist unmöglich. Ja, das ist eine sonderbare Frage. Rein technisch, als Ingenieur würde ich sagen, nein. Denn wenn ich ein Abwehrsystem aufbaue, das Atomwaffen abfängt, dann nützen den großen Mächten ihre schönen Atomwaffen nichts. Vorausgesetzt, dass diese Abfangmethoden auch wirklich gut funktionieren. Das habe ich schon mal als Student vor langer Zeit vertreten. Ich war der Meinung, man braucht keine Abfangjäger oder atomgestützte Waffen, sondern man braucht eigentlich nur Abfangraketen, um Flugzeuge über dem eigenen Gebiet abschießen zu können. Insofern kann ich die Frage mit Ja beantworten, aber ich habe gesagt, ich finde es eine sonderbare Frage. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr darauf konzentrieren, diese unterschiedlichen Lebensverhältnisse auf der Erde anzugleichen. Denn wenn wir das machen, wenn wir das erreichen, dass die Menschen einigermaßen gut leben können, und zwar überall, dann kommt es nicht zu Kriegen. Denn jemand, der einigermaßen zufrieden ist, wird sich im Allgemeinen nicht, oder er wird auch nicht genügend Anhänger finden, um andere zu unterjochen. Wie war die Frage? Wiederholt. Sind Atomwaffen zur militärischen Abschreckung notwendig? Die sind völlig unsinnig. Also militärische Abschreckung, Atomwaffen zerstören viel zu viel. Also von daher, die Atomwaffen sind ja nicht ohne Grund jetzt verboten worden. Also von daher es ruht noch ein bisschen, aber bisher hat es ja immer funktioniert. Also es gibt ja verschiedene Waffensysteme, die von der UNO verboten worden sind. Biologische Waffen, chemische Waffen, Landminen, Streubomben, ja, also verschiedene Waffensysteme sind verboten worden und jetzt sind die Atomwaffen verboten worden und das ging seinerzeit mit den Landminen noch langsamer. Also von daher, es wird jetzt passieren, also von daher werden die Atomwaffen verboten werden. Nur die Frage ist, ob sich die Leute dran halten. Sie halten sich ja sonst auch nicht ans Völkerrecht. Aber das müssen wir halt hinkriegen. Die Bevölkerung muss langsam wach werden und muss die Regierung ein bisschen vor sich hertragen und darf nicht nur Regierung. Wir haben ja überwiegend formale Demokratien, also Katastrophe. Wir müssen eigentlich jetzt langsam, das ist eben, das meinte ich wirklich so, das ist also eine Geschichte, wo wir wirklich rangehen müssen und den Leuten sagen müssen, das geht nicht. Also Gabriel macht eine derartig lächerliche Figur in diesen RISO-Geschichten bei den Interviews. Also Katastrophe. Von daher, ich denke, das ist eine gute Sache. Zu der nächsten Frage direkt. Welchen Weg könnte man sich vorstellen zur Abschaffung von Atomwaffen? Sind ja viel, also ist ja eindeutig, dass alle abgelehnt werden. Welchen Weg könnte man sich vorstellen zu der erfolgreichen Abschaffung der Atomwaffen? Das ist eine schwierige Frage. Darf ich ausweichen und noch mal ein kleines dissenting vote zu der ebenen Frage? Ich bin da etwas anderer Ansicht. Und zwar, ich erinnere das noch seinerzeit, als die NATO Jugoslawien überfallen hat.
Damals rieten die Chinesen, den schwachen Staaten, das kann euch nicht passieren, wenn ihr Atomwaffen habt. Und wenn wir uns einmal überlegen, jetzt, wer soll sich eigentlich vor was schützen? So ist es so, dass die beiden Staaten, die im Augenblick im Fokus stehen, Iran und Korea, von der USA verlangt haben, wenn ihr einen Nicht-Angriffspakt mit uns schließt, dann bekommt ihr, was wir wollen, dann verzichten wir darauf. Oder dass ihr einseitig auf Gewaltanwendung gegen uns verzichtet. Dann verzichten wir ebenfalls darauf. Das ist hier in der Presse nicht sehr deutlich geworden. Das waren ihre Bedingungen, die gegenüber beiden Staaten abgelehnt worden ist. Und deswegen ist das ebenfalls eine sozusagen für sie plausible Abwehrstrategie gewesen, sich so militärisch auszurüsten, dass sie sicher sind vor einem Angriff. Das heißt, wir dürfen das nicht von uns aus nur sehen, sondern wir müssen Verständnis dafür haben, weswegen eigentlich schwache Staaten sich gegenüber den Staaten, die sie, und das muss man ja im Nahen und Mittleren Osten sagen, der Überfall auf Afghanistan, auf Irak, auf Libyen, alles völkerrechtswidrig und alles war sozusagen Gewalt gegen schwache Staaten. Und da wurde dann erzeugt, dass den Wunsch, sich unangreifbar zu machen, und dann greift man zu solchen Atomwaffen. Und jetzt zur zweiten Frage. Es geht in dieser Welt nur durch Gespräche, das heißt durch Diplomatie. Zunächst einmal muss man in der Bevölkerung natürlich ein sehr starkes Bewusstsein und den Druck von unten an die eigene Regierung fordern, dass man auf so etwas, solchen Unsinn und solche Bedrohung verzichtet. Das ist sozusagen die Aufforderung an uns, unseren Druck gegenüber der eigenen Regierung nicht nachzulassen und sie zu zwingen, dann in Gesprächen, in diplomatischen Verträgen und mit diplomatischen Mitteln auf die Beseitigung dieser Bedrohung der Menschheit wirklich zu drängen. Das ist der einzige Weg. Man kann nicht drohen, man kann nichts machen. Das wäre sinnlos, sich selber mit solchen Waffen zu bewaffnen. Dieses ist etwas, was ich aus der Sicht der kleinen Staaten nun gesagt habe. Sondern das Einzige ist, dass wir es schaffen müssen, dass unsere Regierung von ihrem Weg abgeht, dass sie immer nur sagen, nein, wir sind sozusagen aus Solidarität oder aus sozusagen dem Verbund, in dem wir in der NATO sind, können wir nicht anders. Daraus kann man ausbrechen. Das ist möglich. Ja, ich wollte nur noch zwei Zahlen, weil Herr Norbert Pich ja vorhin gesagt hat, das Programm von Obama, diese Modernisierung der Atomwaffen, das ist auch eine ökonomische Frage. Dieses Programm kostet 1,7 Billionen Dollar. Das ist aber Geld, was der Bevölkerung fehlt für soziale Dinge. Ja? Also, dann gibt es dieses Bomberprogramm, diese gemeinsame Flotte. Ne? Das sind nochmal 1,5 Billionen Dollar. Nur für diese Rüstungsfragen. Das ist also eine Katastrophe. Ich habe noch eine abschließende Frage. Es wurde gerade gesagt, Druck von unten, das heißt, die Bevölkerung soll mitmachen, soll da Bedingung dafür ist, dass sie informiert ist. Meine Frage ist, ist die Öffentlichkeit genügend informiert über die Gefahr der Atomwaffen? Wird der Bürger ernst genommen? Ja, diese Sorge war ja heute schon mehrfach geäußert worden und ich teile diese Sorge. Ich muss nur mich selber anschauen. Ich bin ja 53, bin dann irgendwann nach dem Krieg mit den schrecklichen Geschehnissen in der Nazi-Zeit konfrontiert worden, aber auch mit dem Atombombenabwurf. In dieser zeitlichen Konstellation habe ich damals die Atombombe, wie soll ich das jetzt sagen, es klingt schlimm, aber ich habe fast gedacht, wow, das ist das Mittel, was endgültig Kriege stoppt. Es hat ja funktioniert. 2. September, zack, war der Krieg vorbei auf der östlichen Halbkugel. Ich habe dann erst im Nachhinein die unglaublichen Folgen gesehen, die
in Hiroshima und Nagasaki auftraten, wobei man ja schon in der Nachkriegszeit gewohnt war, in Größenordnung von Hunderttausenden und von Millionen Opfern zu denken, sodass sich 200.000 Opfer, das klingt alles fürchterlich, die relativierten sich. Und es waren manchmal einzelne Ereignisse, die einen nicht mehr losgelassen haben. Mich hat damals nicht losgelassen der Gedanke, dass ein schnell dahergesagter Spruch, eine Person ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, dass das wahrhaftig geworden ist bei den Atomkriegen. Es gab Menschen, die durch den Atomblitz und die Folgen komplett verschwunden waren und lediglich ihr Schatten in eine Mauer hineingebrannt übrig geblieben sind. Das sind Dimensionen, die man sich kaum vorstellen kann. Und es gibt eine zweite Sache, die in der Bevölkerung, denke ich, geweckt werden muss. Wenn wir früher an die Kriege denken, ich gehe jetzt kurz ein paar Jahrhunderte zurück, da waren Schlachtfelder, da traten so und so viele Soldaten, ich sag mal, der Schweden gegen so und so viele Soldaten aus der hiesigen Region, gegenüber Franzosen, Deutsche, man kloppte sich hier quasi links vom Hügel, rechts vom Hügel, auf dem Hügel traf man sich und machte seinen kleinen Krieg. Dort starben die Soldaten, dort starben auch die Heeresführer, die Anführer, die Könige, die manchmal ihre, oder die Herrscher, die die Truppen begleiteten, das hat sich alles gewandelt und das ist noch nicht im Bewusstsein drin. Wir haben im Ersten Weltkrieg einen Anteil unter den Gesamttoten von 5% an Zivilbevölkerung. Das hat sich im Zweiten Weltkrieg deutlich verändert. Wir hatten im Zweiten Weltkrieg schon über 50% Zivilisten unter den Opfern. Wir hatten jetzt, wenn man die Kriege Ende des 20. Jahrhunderts anschaut, ist diese Zahl auf 90-95% Zivilisten gestiegen. Und wir brauchen uns nicht lange ausmalen, was ein Atomkrieg bedeutet. Beim Atomkrieg, jetzt können wir die letzte Kommastelle mal aufrunden, haben wir 100% Opfer unter den Zivilisten. Das heißt, so ein Krieg wird geführt, nicht mehr, das geht uns nichts an, da hinten ist das Bombergeräusch oder die Flakabwehr oder so zu hören. Nein, es ist so, dass die atomkriegsführenden Parteien lediglich Massen an Zivilisten in die Waagschale werfen. Hier, es geht darum, am Pokertisch wird Geld verspielt und hier werden Hunderttausende und Millionen Zivilisten verspielt. Das ist eine Sache, diese Zahl muss ins Bewusstsein kommen. Und es gibt eine sehr, für mich sehr faszinierende Instanz, die man im Internet anschauen kann. Viele werden es kennen, der Begriff NukeMap ist Ihnen das geläufig, ich würde mich über Hände freuen. Ja, ich sehe Kopfnicken, schienendes Kopfnicken. NukeMap ist faszinierend, ich sage es für die, die es nicht kennen. NukeMap ist ein Computerprogramm, leider bisher meines Wissens nur in Englisch. Da können Sie am Computer die Größe der Atombombe auswählen. Soll es die Hiroshima-Bombe sein, soll es die größtmögliche sein, die es im Augenblick gibt, und können diese Atombombe virtuell über jeder Region, jeder Großstadt auf der Welt zum Explodieren bringen mit einem Knopfdruck. Das ist unglaublich. Und Sie sehen dann Radien auf dem Bildschirm, in dem gezeigt wird, wo ist alles Leben vernichtet. Wo sind enorme Zerstörungen? Wo sind die Leute, haben die schwerste Verbrennung? Wie weit gehen die unmittelbaren Auswirkungen, nicht die radioaktive Wolke und ähnliches? Und dieses NukeMap wäre für mich ein geeignetes Mittel, es überall der Bevölkerung nahezubringen. Wenn ich mir vorstelle, nicht jeder ist fit mit dem Computer, ich spreche das eigene Habe. Man könnte auf dem Kohlenmarkt in Braunschweig einen Braunschweiger Stadtplan ausstellen und eine Kunststofffolie runterhängen lassen, die diese Radien aufzeigt. Das ist ein Wissen und die hohe Zahl der zivilen Opfer, das muss in die Bevölkerung gebracht werden und das ist möglich. Ich möchte noch einmal etwas zurückgehen und warum finden Politiker Leute, die solche Kriege führen?
Und warum finden die jemanden, der die Atombombe baut? Warum finden die jemanden, der die Atombombe abwirft? Ich denke, da muss man ansetzen. Und ich bin glücklich, dass es in Deutschland jetzt eine Untersuchung gibt über die Lebensverhältnisse, über die unterschiedlichen Lebensverhältnisse in Deutschland. Im Grunde genommen wäre das sehr gut, wenn das für die ganze Welt gemacht würde und wenn man auch daran geht, diese Unterschiede, sagen wir, zu bekämpfen. Und ich glaube, dass man dann weniger Leute findet, die so einen Blödsinn machen. Ganz kurze Bemerkung nochmal zu meinen Zahlen. Das sind 1,7 Millionen US-Dollar, die da in so einem Programm bezahlt werden von der Regierung. Da verdienen Leute dran, die machen Profite damit. Und das ist eine ganz wichtige Triebkraft, überhaupt solche Rüstungsprojekte aufzulegen und nicht mal den Krieg zu führen, sondern die Waffensysteme zu entwickeln und damit Geld zu verdienen. Das ist eine ganz wichtige Triebkraft. Eine ganz kurze Bemerkung zu dem Geld. Die USA ist, ich weiß es nicht, mit mehreren oder zig Billionen Dollar verschuldet weltweit. Das heißt, die zahlen ihre Waffen gar nicht selber. Wir sind so doof und finanzieren das. Okay, ich sage einmal Dankeschön. Ich verabschiede mich jetzt hier aus der Runde. Ich gebe die Fragen jetzt ans Publikum. Sie können fragen, nicht mehr ich, bitte. Und übergebe die Moderation. Dankeschön, Alter. Ja, gut. Ja, gut, ja. Uli Schmitz, ich habe eine Frage an den Völkerrechtler. Wir diskutieren im Friedensbündnis auch häufig darüber, wie groß ist die Gefahr, dass Deutschland in einem völkerrechtswidrigen und man muss auch sagen, grundgesetzwidrigen Krieg gezogen wird durch die Stützpunkte der NATO und der USA. Das gilt für Büchel, der Name ist schon gefallen, aber es gab ja im März diesen Jahres ein hoffnungsvolles Urteil zur Frage Drohneneinsatz in Jemen, Rammstein, wo zum ersten Mal ein Oberverwaltungsgericht die Bundesregierung verpflichtet hat, zu überprüfen, ob diese Drohneneinsätze der USA nicht völkerrechtswidrig seien. So, was hat die Bundesregierung gemacht? Sie ist ja sowieso sehr beratungsresistent, selbst gegen ihren wissenschaftlichen Dienst sehr beratungsresistent. Sie hat Revision eingelegt. Haben Sie eine Einschätzung? Haben wir noch Hoffnung, dass dieses Urteil vielleicht Bestand hat und wir dann eine Handhabe hätten, von unten weiter, sage ich mal, dafür zu kämpfen, dass diese Stützpunkte ja nicht mehr existieren? Dankeschön. Ja. Zunächst, die Bundesregierung und die Bundesarmee ist bereits in völkerrechtswidrigen Kriegen involviert. Und zwar das, was sie mit den Tornados und auch den über Syrien macht, ist eine völkerrechtswidrige Intervention in Syrien. Sowohl die USA, wie aber auch die Türkei, Israel, alle, die dort intervenieren, haben kein Mandat. Sie sind nicht angegriffen worden, das wäre eine Möglichkeit, darauf zurückzuschlagen. Andernfalls muss man ein Mandat des Sicherheitsrats haben. Das tun sie nicht. Und ich darf daran erinnern, unser geschätzter ehemaliger Bundeskanzler Schröder hat 2014 ganz locker eingestanden, das, was wir 1999 in Jugoslawien gemacht haben, die Bombardierung, war völkerrechtswidrig. Ich erinnere noch genau die Auseinandersetzung, die wir hatten. Ich war nicht in der PDS, sondern in der SPD. Und damals, um diesen Krieg. Und sowohl Fischer wie aber auch Schröder haben Stein und Bein geschworen, alles ist völkerrechtsgemäß. Und jetzt setzt er sich dahin, was offensichtlich ist, es war völkerrechtswidrig. Das heißt, in Libyen, überall in diesen Kriegen, Beteiligung auch an den Irakkrieg,
Auch dort hat der BND mitgearbeitet. Alles das ist völkerrechtswidrig. Das ist das eine. Also leider hat sich die Bundeswehr und auch die Bundesregierung schon zu sehr in diesen Schlamassel hineinziehen lassen. Zu dem Urteil. Ein Lichtblick wirklich. Und man muss darauf hinweisen, es gibt einen zweiten, nämlich das Bundesverwaltungsgericht hat in der Sache des obersten Pfaff seinerzeit gesagt, der war nämlich disziplinarisch belangt worden, weil er sich geweigert hatte, gewisse IT-Aufgaben, also Internet- und Elektronikaufgaben weiterzumachen, weil ihn die Regierung nicht versichern konnte, dass seine Arbeiten nicht im Irakkrieg eingesetzt würden. Das sei völkerrechtswidrig. Er hat einen langen Leidensweg durchgegangen, ist dann bis zum Bundesverwaltungsgericht, und das Bundesverwaltungsgericht hat das berühmte Pfaff-Urteil erlassen, in dem sie gesagt haben, nein, er hat zu Recht seinen Dienst verweigert, weil nämlich nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Ergebnisse seiner Arbeit in einem völkerrechtswidrigen Krieg, der damals das Jahr war, im Irak verwandt zu werden. Ich hoffe, dass die neue Generation der Bundesverwaltungsgerichte, Richter, erinnern sich an dieses Urteil noch und werden dann diesem Oberverwaltungsgerichtsurteil, was sehr sorgfältig wie ein Lehrbuch des Völkerrechts, kann ich nur, es ist zwar sehr lang, 114 Seiten, aber trotz alledem, das in dem von. Ich hoffe das, aber nicht der Jurist sagt vor Gericht und auf hoher See ist mit der Hand Gottes. Steht bei Wikipedia. Ich würde das gerne noch um eine Sache ergänzen, die mir jetzt sehr wichtig auch erscheint. Es geht genau darum, das Erfüllen von völkerrechtlichen Verträgen, Menschenrechtskonventionen und so weiter. Da stellt man tatsächlich bei näherer Betrachtung fest, in der Theorie toll, in der Praxis wird es immer gerne unterlaufen. Aber es wird auch in der Praxis oftmals etwas übergestülpt. Wenn man sich anguckt, als damals die Menschenrechtserklärungen erfolgten, waren, ich glaube, 9 Länder dagegen, das waren die GUS, also die damalige Sowjetunion war dagegen, es war Südafrika dagegen wegen der fehlenden Rassentrennung in den Menschenrechten und es waren die Saudi-Arabien war dagegen, weil die Religionsfreiheit Bestandteil der Menschenrechte ist. Und man hat jetzt 2 Tricks gemacht, man wollte ja doch irgendwie mitmischen bei den Menschenrechten. Es gab die Kairoer Erklärung der Menschenrechte, dort steht aber drin, ansonsten gelten die Regeln der Scharia. Dann war allen klar, damit sind die Menschenrechte wertlos. Dann dauerte das wieder 10, 15 Jahre, dann haben sich arabische Länder zusammengesetzt, haben gesagt, naja, wir müssen das doch irgendwie ein bisschen anders definieren. Haben auch gute Ergänzungen gemacht, Behindertenrechte und so weiter, Kinderrechte sind eingeflossen, aber bei der Arabischen Liga hat man es sich einfach gemacht. Da hat man dann nicht geschrieben, es gelten die Rechte der Scharia, die sind übergeordnet, sondern ja, ansonsten gilt die Präambel der Kairoer Erklärung. Das stand das ja drin mit der Scharia. Wir haben also immer wieder die Situation, dass religiöse Dinge oben drüber gestülpt werden. Und ich sehe eine sehr große Gefahr darin. Ich schlafe nicht schlecht bei einer französischen Atombombe. Ich schlafe schlecht bei, wenn narzisstische Persönlichkeiten wie in Nordirland Zugriff auf Atomwaffen haben. Und ich schlafe schlecht, wenn islamische, fundamentalistische islamische Länder Zugriff auf Atombomben haben. Denn anders als in allen anderen Ländern ist es hier so, dass ein Staat, der sich nicht nur der Religion bedient, weil es praktisch ist, wenn man einen Teil der Bevölkerung schon mal auf seiner Seite hat, sondern die ernsthaft das alles glauben, laufen Gefahr, dass der Einsatz einer Atombombe sozusagen vorher von Gott, der Allah oder wem auch immer, abgesegnet wird. Wir hatten das bei dem Atombombenabwurf in Hiroshima und Nagasaki. Die Bomberbesatzung wurde gesegnet, die Bombe wurde gesegnet und das Flugzeug wurde gesegnet. Man fährt mit einem ganz anderen Gefühl auf so einen militärischen Einsatz hinaus, wenn man weiß, Gott ist auf meiner Seite.
Und wenn wir uns angucken, was im Islam möglich ist, der Islam ist das, was vielleicht das Christentum im Mittelalter war. Beliebig, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, das ist auch nicht der Tag des, dieses Themas, aber wenn es so ist, dass tatsächlich jemand zugesagt wird, du bist ein Märtyrer und kriegst jede Menge Belohnungen, wenn du tot bist, und der das wirklich glaubt, der schmeißt eine Bombe auf einen Schulbus voll mit Kindern, der schmeißt aber auch eine Atomwaffe ab. Und komischerweise, so ein kleines Signal kam vom Iran. Der Iran hat jetzt sein erstes Kampfflugzeug selbst entwickelt und ist sehr stolz drauf. Und wie hat er es genannt? Das Flugzeug heißt Khorasan, und das heißt, das ist der Name des Flusses im Paradies. Hier ahnen wir ja schon, wo zielt es hin, wie kann man Einsätze forcieren über die Religion. Und das hat, ich sage jetzt einen Satz, den würde ich nie im Leben sonst sagen, das sage ich ein einziges Mal. Hitler hatte mit einem Satz recht. Er hat 6 Jahre vor seinem Polenfeldzug, Polenüberfall, zu einem Bischof in Osnabrück, Bischof Berning, folgenden Satz gesagt: demnächst sind die dunkle Wolken über Polen. Was wir brauchen, sind gläubige Soldaten. Nur gläubige Soldaten sind in der Lage, alles zu geben. Und das ist ein Satz, der sich 6 Jahre später bewahrheitet hat. Damals war die deutsche Bevölkerung gläubig. Auf der Goethe-Stelle stand Gott mit uns. Ich will gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen. Wir können in die jetzige Zeit schauen, ich bin auch gleich fertig. Putin hat eine dritte Audienz gemacht beim Papst. Ja. In der Audienz hat er gesagt, er will die Christen beschützen, deswegen greift er im Krieg von Syrien ein, statt so in der Braunschweiger Zeitung vor kurzem. Also hier sehe ich eine Notwendigkeit, Religionen zurückzudrängen, nicht zu entpolitisieren, aber ins Privatleben mehr zurückzudrängen. Eine Frage, nur dazu. Sie sagen, bei der Atomwaffe in den Händen von Macron können Sie gut schlafen. Meine Frage, können Sie eigentlich auch gut schlafen, wenn Trump Sie da hat und Netanyahu da hat? Ich bin jetzt ausgesprochen erleichtert, dass ich Frankreich als Beispiel genommen habe. Es werden auch nicht viele Staaten dafür in Frage gekommen. Trump zähle ich in die Kategorie der Narzissten, so ähnlich wie Nordkorea regiert wird. Und es gibt noch eine oder zwei, und Netanyahu, die Beurteilung hat mich überrascht. Ich bin Herrn Noske für die Frage sehr dankbar, weil es war die interessanteste Frage fast heute, wer die zweite Person war. Und das, was Sie sagten, brachte mich zum Nachdenken. Also Fazit, Macron sehe ich als positive Ausnahme. Was? Muss es ein bisschen auf die Zeit bringen? Kurz. Ja, Religion ist immer schon ein Mittel zum Zweck, aber es ist nicht die Ursache für Kriege. Das müssen wir, mal gesagt werden. Letztendlich ist es so, dass die Menschen sich über ihre Religion sehr gut missbrauchen und gebrauchen lassen. Das ist das Problem. Aber Kriege werden nicht wegen Religion geführt. Und wir sollten vielleicht auch mal aufhören, an Politiker zu glauben, sondern wir sollten Politiker an ihren Taten messen. Das ist eine Geschichte. Das ist nichts Schlimmeres, als dass man Politiker nur dafür wissen verantwortlich ist. Er müsste seinem Wähler verantwortlich sein und dem auch Rechenschaft leisten. Also das ist, wäre schon mal eine Grundbedingung. Also das heißt, wir können der Politik folgen. Die Politik folgt der Ökonomie, folgt der Wirtschaft. Und da sind entsprechende Mittel. Und der Krieg ist ein Mittel der Wirtschaft, die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Es wird, wir würden in Kriegen unwahrscheinlich viel Kapital vernichtet. Es findet Produktivkraftvernichtung statt. Es werden Produktivkräfte in Destruktivkräfte verwickelt, die wesentlich besser zum Beispiel in der Bildung untergebracht werden, im Gesundheitswesen untergebracht werden. Da gibt es riesigen Bedarf, aber es werden Kriege geführt. Nirgendwo realisiert sich eine Ware schneller als im Krieg. Sie wird gebaut, die Rakete wird verschossen, sie explodiert. Jetzt geht es nur um die Größe der Mittel und das Gefährlichste in dem Fall. Heute gibt es übrigens Waffen, die ähnliche Wirkung erzielen, konventionelle Waffen wie Atombomben. Ja, traurigerweise. Also wenn es dann schon gesagt ist, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken
Und dennoch gibt es Fragen hier an das Podium, an die Mitglieder hier vorne. Ja, bitte, ich komme erst, ich weiß eure Namen nicht. Okay. Kann mir jemand sagen, warum das friedlichste Land der Welt, die Volksrepublik China, rasant militärisch, atomar, unkonventionell aufrüstet, obwohl alle mit diesem Land Geschäfte machen, friedliche Geschäfte? Ich kriege das nicht hin, warum China so rasant aufrüstet. Sie wird nicht von der NATO bedroht. Sie wird nicht von Russland bedroht. Warum rüstet dieser Staat so stark auf? Möchte jemand von Ihnen darauf antworten? Jetzt muss man los. Ich habe keine Lose mit. Wer jetzt am schnellsten den Finger hochmacht. Nein. Moin, Frage, jetzt habe ich gerade, jetzt habe ich passenderweise einen Blog. Ich habe gerade schon vergessen, was ich sagen wollte. Ja. China hat eine sehr große und intensive Wirtschaft, die aufschließen will zum Westen. Sie wollen letzten Endes die USA überholen. Aber es gibt innerhalb von China noch sehr viele arme Leute. Und dann richtet man natürlich sinnvoll bezüglich der Überlegungen von gewissen Politikern, sinnvollerweise richtet man dann seine Bestrebungen auch nach außen und von internen Problemen abzulenken. Ja, sollte aber noch einer sagen, wo die ganzen Schiffe fahren, die China bedrohen. Ja. Ich möchte sagen, wo die ganzen Schiffe fahren. Man muss doch sehen, der Rüstungshaushalt von China ist ein Bruchteil nur den, den NATO hat. Gott sei Dank! Ja, genau. Man soll es auch deswegen nicht so bedrohlich ansehen. Allerdings ist es so, die Aktivitäten zum Beispiel Chinas in Afrika, die jetzt als der neue Imperialismus Chinas bezeichnet werden, sind von ganz anderer Art wie die des Westens. Die USA und auch Deutschland, Frankreich. Dort gibt es kein Militär, welches die Chinesen in Afrika haben, obwohl sie viele Verträge, viele Investitionen und viele Kredite dort geben. Das heißt, die Aktivitäten, die ökonomischen Aktivitäten zur Zeit Chinas sind ganz anderes als die in diesen Kontinenten, als die zum Beispiel der USA, Frankreichs, England, wo immer das Militär eine Rolle spielt. Die Tatsache, dass sie jetzt mehr für die Rüstung ausgeben, ist meines Erachtens doch mit der Bedrohung, die auch die USA immer wieder ausdrücken und sagen, wir wollen verhindern, dass China uns den Rang als führende Nation in der Welt abläuft. Dieses ist eines der Gründe, weswegen sie das machen. Das Zweite ist, was wirklich bedenklich ist, dort im südchinesischen Meer gibt es einen Streit mit den Nachbarländern über die einige Inseln, über die Schifffahrtsrouten. Das ist in der Tat etwas, was sehr bedenklich ist, aber da bin ich auch der Überzeugung, dass hier den Chinesen von vornherein, weil das die USA macht, die Schuld zugeschoben wird und nicht denjenigen Ländern, die ebenfalls den Zugriff auf diese Inseln haben wollen. Das ist nicht nur eine strategische Frage, dort gibt es Fischgründe, dort gibt es Gas und auch Erdöl in diesen Gründen. Und den Zugriff, den wollen sich auch die USA, die Engländer und die Franzosen, die dort alle mit ihren Schiffen zu Hause sind. Man sollte sich mal vorstellen, im Golf von Mexiko würden chinesische oder russische Schiffe sein und dort sozusagen ihre Manöver machen. Dann würde man ebenfalls wohl sagen, was suchen sie dort? Das haben sie gemacht. Die haben die Aufrüstung bejaht. Wir haben es befürwortet. Du musst aufstehen und deine Frage stellen. Ja. Das ist aus Jemen. Und es wurde ja gesagt, da
die Bevölkerung sehr wenig überschwemmt davon ist, ist über die tatsächliche Bedrohung. Dann wäre ja zu überlegen, wie kann man das bewerkstelligen, dass die Bevölkerung wirklich schnell in angemessener Zeit motiviert und informiert wird. Und da gibt es ein Beispiel, Freie Verfrischer. Und soll es nicht möglich sein, diesen Begriff Freie Verfrischer dann auch nicht auf die Umwelt, sondern zumindest auch auf die Bedrohung der Atomwaffen anzuwenden. Und vielleicht können wir damit den Verfrischer machen. Das machen wir schon noch mal. So, Helmut, möchtest du dazu was sagen? Jetzt habe ich es auch. Also mit China ist es eben so, dass die Amerikaner mehrfach gesagt haben, dass ein Krieg gegen China kommt. Das haben mehrere Generäle gesagt. Also von daher, die Amerikaner sind da gar nicht zurückhaltend in dieser Beziehung. Und sie wollen natürlich den Krieg führen, solange sie noch viel stärker sind als die Chinesen. Das werden der Chinesen, die Wirtschaft der Chinesen nimmt zu und von daher wird der chinesische gut. Aber ich meine, ich denke, die Lösung der Geschichte ist, dass wir alle Angriffswaffen verbieten müssen. Wir sind im Moment schon in relativ verschiedene Angriffswaffen sind schon verboten worden. Wir müssen sie alle verbieten, alle eins nach dem anderen, nur noch Verteidigungswaffen erlauben, also Waffen, die überwiegend zur Verteidigung genutzt werden können. Dann sind nämlich die Verteidiger den Angreifern überlegen. Und das wäre die Lösung, mit der man die Sache lösen könnte. Das würde ich vorschlagen. Ja, wenn nicht noch eine ganz dringende Frage ist, dann würden wir jetzt gerne zum Ende kommen. Wir sind fast 3 Stunden dabei. Das ist recht lange. Ich sage mal Dankeschön und das Schlusswort wird Dr. Helmut Kölle sprechen. Ich möchte davor nur noch mal schnell Helmut Käse bitten, aufzustehen. Ja, er ist nämlich derjenige, der diesen Tag hier initiiert hat, gegen unser aller Meinung und sich da durchgesetzt hat. Herzlichen Dank. Ja, und soviel ich weiß, können wir noch bei einem Glas Wein hier zusammen sein. Und ganz, oder Wasser, und ganz am Schluss, wer dann noch möchte, wir haben hier gleich, wenn man rauskommt, unten links in Lissabon, ein paar Tische bestellt, wer da Lust hat, kann da auch noch mit hinkommen. Und jetzt übergebe ich Herrn Dr. Michael Göllisch das Schlusswort. Bitte sehr, Michael. Herr Dr. Brigitte, ich habe dem eigentlich nichts Großes mehr hinzuzufügen. Ich freue mich im Namen der Veranstalter herzlich bei Professor Pech für den Vortrag, bei Dr. Blöcker für das Grußwort, vor allem bei den Podiumsteilnehmern für die guten und konstruktiven Beiträge und auch bei den Diskutanten aus dem Publikum bedanken. Vielen Dank. Was nur nicht so schnell.